Hey Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen bobbyreichen Folge We Happy Few. Ja, wir müssen jetzt hier mit den Leuten sprechen an der Brücke. Excuse me, I've been asked to check up on Dr. Faraday. Where's Bobby Hickenbotham? The executive committee don't let just anyone drop by the lab, you know. Why not? Because they might be friends of Dr. F. You know what Dr. F could do with a bucket of motorine and a handful of mechanical bits? No, I don't either, and that's the point, isn't it? He's, at the Reform Club. Again. What are you implying? Apparently he feels a bit guilty about Dr. F. You don't know about his, penchant? Bobby Hickenbotham is marrying my sister. And I will thank you not to cast any perverted aspersions at his reputation. I have been ordered by the General himself to ask for credentials from the Beautification Committee. Have you got any? There you go. Fine. Watch out for anyone chattering away in something that don't sound like English. They're like mad dogs, and they'll give you plague. And keep your mouth shut about penchants, right? Oh, you better take these, in case you do catch plague over there. Not that I would wait. Gut, wir kommen jetzt durch. So, was haben wir denn hier? Okay, wir müssen dort durch. So. Dann wollen wir mal. That's where they quarantined all the wastrels with plague, isn't it? That's a cheery thought. Hallo. He said it was just a cough. Well, he's sprouting, isn't he? He said he hadn't got a scratch. I'd call those scratches, wouldn't you? Are you sure it's safe to get that close? You won't catch it from looking. There could be spores. Try not to get bitten. They go a bit crazy towards the end. Thanks. I'll be careful. Run, if you don't want to end that up like him. Okay. Nicht versuchen, gebissen zu werden. Was sind das für Dinger? Was zur Hölle? Geh weg! Zombies? Fragezeichen? Okay, was sind das für Teile? Okay, wir haben also jetzt neue Gegner. Interessant. Gut, dann suchen wir mal diesen Doktor. Also, wir nehmen mal das Nachtklee hier mit. Vielleicht gibt es ja auch noch ein paar andere Pflanzen, aus denen wir Heilbalsam herstellen können. I've really gone out of their way to isolate Dr. Faraday. They must be extremely dangerous. Stuck. Roger! Okay. What did you do to the fucking valve? Wir sind da. You over-tightened it, didn't you? Und da schreit jemand. Wie ein Wahnsinniger. Ich könnte mir vorstellen, dass das dieser Doktor ist. Fucking mechanical imbecile. I told you to leave the plumbing the fuck alone. What the fuck are you doing here? Oh, leave us alone. Why won't you leave us alone? She's going to fucking kill us if we keep fucking up! Don't worry, Roger. I'm going to fix it. Because that's what I do, apparently. I'm fucked. We're both fucked. The professor's gonna kill us. She's gonna tell them to send us away. I'm always mucking things up for her and... Well, Roger's worse. He breaks everything. The professor's gonna send us both away. Can you get us a new valve? I'd let you use the professor's lab. Oh, it's brilliant. Dr. Faraday's a woman. It never even occurred to me he'd be a woman. And she has houseboys. Interessant. Dr. Faraday ist also eine Frau. So. Did you bring a valve? Da waren wir mal. Wir holen mal jetzt ein Ventil. Hier ist es sogar. Ging aber schnell. Bitte schön. Hier. I want you to have this. Oh, brilliant! Oh, this is perfect! Thank you!
You've saved us. Look, go on in. The lab's brilliant. Roger will give you a hug. Maybe the professor can help you too. Bitte, ich helfe euch doch gerne. Okay, dann gehen wir jetzt, würde ich sagen, zu diesem Labor und schauen mal, was uns dort erwartet, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht, aus irgendwelchen Gründen könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass man in diesem Labor dann irgendwie was herstellen kann. Sowas wie Tränke oder so. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. So, da wollen wir mal. Was? Was passiert hier? So. Was haben wir denn hier? Stachelziegel. Das machen wir mal. So, komm her. Interessant, jetzt haben wir neue Sachen zum Werfen hier. Schwarzpulver. So. Zack. Jetzt gibt es ein paar neue Sachen hier. Oh, hier sind überall kleine Blumen. Werden wir hier ein kleines Rosenbad genießen gleich? Oh, hallo. Don't you look well? Danke, ich sehe immer gut aus. Ich bin halt ein kleines Model. Was haben wir hier? So. Ah, okay. Jetzt weiß ich, was ist. Oh, come on, you pack rat. You can't take all this with you. So. Kurz was lunzen. Wir müssen erstmal hier ein bisschen was umlagern. Wenn wir hier schon mal so dabei sind. Halt, das wollte ich nicht, das Heilbalsam. Das habe ich jetzt verwechselt mit etwas anderem. Und zwar mit. Wo ist das andere? Verfaultes Zeug brauchen wir nicht gerade unbedingt. So, Geräte. Zack, zack, zack. So. Die zwei Dinger hier behalten wir mal, würde ich sagen. Obwohl, den tun wir weg. Und den Questgegenstand auch. Ach nein, können wir gar nicht. Okay. Dann hat wenigstens die Bratpfanne. Gut. Dann gehen wir. Herd durchsuchen. Einen Topf nehme ich doch gerne mit. Oh, oh. Wow. Das Haus ist ja voller Fallen. Hier kann ich es echt niemandem empfehlen, einfach so rumzulaufen. Why don't we speak Latin? Because it's 1946 and the Romans left Britain in 450 AD. I can't hear you. Why do you want to speak Latin? You always know what each word means when it comes out. Impedimenta, the baggage, impedimentorum, of the baggage, and impedimentis, to the baggage. So it doesn't matter what order you say things? Yes. So long as you're talking about baggage. What? No, Arthur, I'm talking about... Oh, fuck off. Why are you learning Latin anyway? You still have trouble with English. I can see it in my head. Make the words by sticking endings on them. Well, that seems like an awful lot of effort. When you learn German, when
When you learn German... I don't want to learn German. You just have to stick the right ending onto the word. I don't want to learn German. It's very good language. It has very strict rules. Imagine my surprise. Okay, das war wieder so ein kleiner Blick in unsere Vergangenheit. So, wie geht es weiter mit den Fallen? Blöde Dinger. Was haben wir denn hier? Oh, was haben wir hier? Eine Schallplatte. Und wir gehen jetzt hier rein. Hallo? Oh, hallo. You're not James and Roger. Did the executive committee send you? No, these chaps, they're trying to open the bridge to St. George. What a coincidence. I can't open my own door either. What do you mean? You're locked in? What did you do? I told the executive committee I wasn't going to make any more spankers, or gates, or clever locks, or peepers, or jubilators. Those are all my designs, you know. They can do that. And no, I don't work for them. Ah, then you're rather brilliant to have got in, aren't you? Please, will you let me out? How? I don't suppose you see a large red button on that side that says... Open the cage? There is a button, but it doesn't say that. Ugh, I was afraid of that. They don't trust those boys out there. I can't say I blame them. I can't trust them not to set themselves on fire. All right. Maybe you can still help me. I was sort of hoping you could tell me how to fix the bridge to St. George. I can. But not till I get out of here. So, I'll need a few things from you. Fair enough? Sure. Brilliant. I need a bucket full of motiline. According to the pressure control grid, there's air in the pipes here. That usually means a leak. Here, take this vacuum. You can keep it afterwards. I don't plan to be anywhere near here. Okay, dann wollen wir mal. Gut. Einen Eimer Martilen besorgen. So, dann wollen wir mal. Ja, was haben wir hier? Ach, Nachtlee. Aber das können wir gerade nicht wieder mitnehmen. Either she's as brilliant as Sally and as reckless, or she's completely mad. It used to be you didn't have to make evil devices if you didn't want to. When did that change? So, wir sammeln erstmal hier ein paar Blümchen. Für meine große Liebe, die ich nicht habe. So. Gibt es hier noch ein paar? Darüber müssen wir. Okay, das ist eine weite Reise. Wenn man sich das mal so anschaut. Where did they go used to run 100 meters? Ach du Schreck. Wie will man denn da so schnell hinkommen? Gut, dann machen wir mal. Maybe I should sit down for a bit. Ich denke mal, wir müssen bestimmt auf jeden Fall wieder durch dieses Tor durch und durch die Stadt. Oder? Oder ist es einfach bloß alles eine gigantische Waldgegend? Mit so kleineren Dörfchen. Ja, ich glaube schon. Na gut.
Ja, dann laufen wir ein bisschen hier. Schauen uns überall mal so ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Deutsche Blindgänger. Extrahieren erfordert einen Extraktor. Schade. Ich will das nämlich gerne jetzt machen. Was haben wir hier? Lilien. Okay, erfordert Schaufel. Zum Glück ist hier eine Schaufel. So. Lilienzwiebeln. Da haben wir direkt auch nochmal neue Pflanzen und sowas hier. Man sieht auf jeden Fall, dass wir langsam immer mehr, ja, ich nenne es jetzt mal in Klammern Open World haben. Viel mehr Terrain zum Rumlaufen auch so und Möglichkeiten. Ich muss ja sagen, ich freue mich echt auf diesen einen Modus, der demnächst kommen soll hier. Weil das ist dann ein Modus ohne Story, halt einfach nur Survival. Überleben, etc. Jesus. Oh mein Gott. Wo du aber dann Essen und sowas auch richtig brauchst. Hier brauchst du es zwar auch, aber da hast du dann halt so. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal so. Kein festes Ziel, halt außer Überleben. Das ist halt dann mehr so ein richtiger Survival-Modus. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, und die freuen sich darauf, mich zu sehen. Hallo. Okay, wir haben das falsche Outfit. Wir müssen kurz was anderes anziehen. Wir haben aber leider nichts Zerrissenes gerade. So. Da müssen wir wohl erstmal was herstellen, denke ich mal. Outfits. Ja, dafür bräuchte ich erstmal ein paar Lederfetzen. Ja, wir machen jetzt einfach so mit Kämpfen halt. So, zack. Shit. Can I just borrow this? Zerrissener Anzug, jetzt haben wir einen. So, zack. Geht doch. Gator. Gut. Wo haben wir jetzt dieses eine Ding? Hier, Bleirohr. Weil das will ich nicht. Hallo, jetzt sehe ich aus wie ihr. Gut. Jetzt können wir zumindest vernünftig hier langlaufen. Was haben wir denn hier? So. Halt, zuhören können wir. Bevor wir beginnen, please listen to a personal. Who's our prudent friend? Tun wir nicht. Wir konzentrieren uns erstmal auf unser Ziel. Check Kult. Okay. Hier möchte ich mal hin. Been a while, hasn't it? Getting enough sleep. It's important to sleep. Es ist wichtig zu schlafen. Ja, da kann ich dem echt mal recht geben. Schlafen ist wirklich wichtig. This isn't your house. Haltet eure Klappe. Jetzt reicht's. Ey, ihr seid ein ganzes Dorf. Ich bin alleine. Da hat man keine Chance. Was soll das? Lass uns alle das so machen, einzeln gegeneinander zu kämpfen. Ja, oder machen wir es einfach so. So schaffe ich es auch, euch gut zu machen. Na los. Komm her. Oh, I wish I kept in shape. Oof. Oh, bother. Haben wir doch ganz gut gemacht.
Aber wir bräuchten langsam wieder neue Granaten, denn wir haben jetzt nur noch eine. Und ich bezweifle, die bekommt man so ganz leicht. Weil wir hatten die ja alle bekommen von diesem komischen Militärlager. Mit diesen Panzern aus Pappmaché, die dort überall rumstanden. Halt, was stand hier? Ein Kessel. Oh, Johannisbeeren. Hm, lecker. Esse ich auch sehr gerne. Mist, das klemmt. So, wir schauen uns mal hier überall um. Halt, hier kann man rein. Wir knacken das mal. Ich bin der kleine Herr Knacki. Bloody waste of time. I'm not cooking for you. You did it, didn't you? Hallo, 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 hallo. So, wir nehmen die Stachelziegel. So. Zack. Zack. Ey, die sind mega stark. Sorry. Also davon müssen wir welche herstellen. Wir brauchen unbedingt mehr Ziegel. So. Also ich hätte jetzt damit gar nicht gerechnet, dass sie so stark sind, diese Dinger. I don't know how you feel. We've all got to stick together here. In spirit, anyway. Hello, I'm Uncle Jack. And this is where... So, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Jack Cult, jedes Haus ausrauben. Okay, Grabungsstelle entdeckt. This too shall pass. I suppose. I better not catch you getting into my stuff. Hier ist das ja richtig voll, das ganze Zeugs. Gefällt mir. So sollen die Häuser ausrauben. Gut. Wir waren hier drin. Halt, nein. Wir haben hier aber noch nicht alles. Da oben sehe ich nämlich noch was. So. Das knacken wir raus. Denn ich bin der kleine Herr Knacker, Knacki. Gut. Jetzt haben wir 3 Fertigkeitspunkte erhalten für diese Nebenaufgabe hier. Sehr gut, hat sich gelohnt. Wirke größere Feinde bis zur Bewusstlosigkeit. Das ist natürlich sehr gut bei diesen Wachen in der Stadt. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Hm, was nehmen wir denn jetzt hier? Ein aufgeladener Schlag. Okay, das möchte ich haben. Hier können wir jetzt einen Schlag aufladen. Okay. Dann macht er auch mehr Schaden. Das ist doch auf jeden Fall gar nicht so übel. Bald sind wir eine richtige Killermaschine. Na gut, das bezweifle ich. Also ich denke mal, man ist auf jeden Fall schon noch ziemlich schnell tot und so. Und bekommt auch ziemlich schnell Schaden. Aber ich denke mal, damit kann man sich dann halt ein bisschen besser verteidigen. Weil man muss ja auch betrachten, es kommen auch stärkere Gegner dazu. Und die Gegner haben natürlich auch andere Waffen. Langsam. At least we have our memories. Right. It's too sharp. That was rather brilliant of Faraday to discover Motilane, wasn't it? Since we can't get petrol anymore. Also das darf man ja nicht vergessen. Wir entwickeln uns weiter, aber unsere Gegner auch. Halt, und unser Ziel ist dort vorne. So, hier müssen wir hin. Wir nehmen kurz hier ein bisschen was mit. Just watching the day go by. So, wir warten mal hier. Eine Stunde würde ich sagen, ja.
So, einfach um uns ein bisschen zu schonen. So, aufstehen. Und dann gehen wir mal hier rein. Oh oh. Wir bekommen ja keine Luft so ganz gut. Oh oh. Erfordert Reparatursatz. Haben wir das nicht zum Herstellen? Moment. Reparatursatz, ja hier. Dann machen wir das dreimal. So, jetzt. Zack. Sehr gut. Halt, Kiste? Nee. Da können wir nichts rausholen. Ein Stofffetzen. Wir bräuchten auf jeden Fall Klebeband, um meine wunderschöne Hose etwas fester zu machen. Nein, eigentlich, damit wir besser craften können. Und wir schlafen hier lieber nochmal eine Runde. Sleep, the poor man's dinner. So. Einfach, damit ich schön fit bin. Warum habe ich schon wieder so ein Bleirohr mitgenommen? So. Saugen, saugen, saugen. Handy, little sucker. Have I got any power cells? I could fill them up too. Sehr gut, da haben wir sehr gut gesaugt. Ich habe ja sowieso damals eine Auszeichnung bekommen als bester Sauger der Stadt. Also als Staubsauger. Was denkt ihr denn für wieder, Leute? Schlimm, schlimm, schlimm. So. Halt, Betäubungspfeile können wir machen. Machen wir. So. Und weiter geht's. Wie sieht's mit Tragbarkeit und sowas aus? Ja, geht. Wir sind fast voll. Mist. Gefällt mir nicht so gut. Do you know the General, Sally? That's fantastic. I will gratefully accept your kind offer and not mention any awkwardness that happened 14 years ago. That would have saved a bit of fuss. I hope Dr. Faraday can fix the bridge to St. George. When did we put all these clever mouse traps on our bridges? And why? Dann müssen wir auf jeden Fall mal schauen, was wir dann wegwerfen. Oder jetzt mal so ganz kurz. Waffentechnisch haben wir nämlich, glaube ich, viel Mist mitgenommen. So, einmal hier eine Glasflasche weg, zack. Schaufel weg, Bratpfanne weg, Bleirohr weg. So, jetzt sollte es langsam wieder so ein bisschen mehr passen hier. Vom Gewicht her. Inventarerweiterung. Die machen wir ran. So. Sehr gut. Pace yourself, Arthur. Haben wir noch mal ein paar Blümchen hier. Daraus können wir uns noch einmal Heilbalsam herstellen. Ich weiß gerade gar nicht, ob es sowas gibt wie Schnellreise. Aber ich denke mal eher weniger. Obwohl doch, von einer Schnellreise weiß ich, von diesen komischen Bunkern, die es hier gibt. Da kann man eine Schnellreise machen, aber davon gibt es auch nicht viele. Und hier haben wir nicht mal einen in der Nähe. Was von daher. I'm getting old. Na gut, liegt aber auch daran, weil man halt hier eher die Gegend auch erkunden soll.
Weil sonst könntest du einfach hin und her reisen einfach. Und so musst du dir halt, ja, so ein bisschen halt die Spielwelt anschauen. Und ich muss sagen, mache ich auch gerne. Ich bin sowieso jemand, wenn die Spielwelt gut designt ist oder mir das Spiel an sich gefällt, dann schaue ich mir auch gerne die ganze Spielwelt an. Bloody hell. Oh, bloody hell. Und das Spiel gefällt mir bis jetzt sehr gut. Ich habe das ja auch schon mal gespielt vor 2 Jahren, wo es damals eine Demo-Version gab auf der Xbox One. Und da habe ich das Spiel auch schon in meine Arme geschlossen. Einfach weil mir dieser Grafikstil zusagt und halt dieses, ich weiß nicht, es ist ein schönes Spiel einfach. Damals hat es zwar noch keine Story, da war es einfach nur so survival-technisches Spiel. Und dieses Survival-mäßige kommt halt demnächst nochmal als extra Modus wieder. Wie die Leute, denen das andere halt besser gefallen hatte. Ich persönlich freue mich ja auch schon so auf die Erweiterungen, die hier kommen sollen. Weil so wie ich das gehört habe, sollen das Erweiterungen sein mit Story. Was ich mir ja wünschen würde und was ich mir auch ganz gut vorstellen könnte, dass das gut ins Spiel passen würde, wäre so eine Art DLC oder Erweiterung, die halt dann sowas reinbringt, dass du vielleicht Zeug bauen kannst. Also unter Bauen meine ich jetzt sowas wie eine kleine Hütte oder so. Finde ich ganz cool. Subway. All day, back and forth, and back and forth, and back and forth, and back and forth, and back and forth, until it closed. Was I supposed to pay again? No, you're not supposed to run off like that without telling anyone. But I was having so much fun. You wouldn't have let me ride. No, I wouldn't. No, I wouldn't. Do you remember 1939? I was 5 years old. We went places on the subway. With Mum before she got sick. Yeah, I remember. I never forget anything. Gut, wir sind fast zurück. Oh, wer singt denn hier? Hallo. At least we're alive. Daisy, Daisy, give me your answer, do. Was war das? Es geht hier ab. Ich glaube, die ist gerade runtergesprungen. Okay. They don't seem to be in the mood for a rational conversation, do they? Maybe I should just throw a rock or a bottle at it and blow it up safely. Give me your answer, do. I'm half crazy, all for the love of you. Can't we just agree to disagree? Was ist das denn jetzt hier für ein Lager? I've always liked you, actually. Das möchte ich auf jeden Fall mir jetzt mal hier genauer anschauen, denn ich glaube, hier könnte etwas ganz Gutes versteckt sein. They can't really have a dog. We ate all the dogs during the war. A man's home. Die Leute sind auf jeden Fall wahnsinnig. Na gut, wie eigentlich so fast alle Leute hier in dem Spiel. Und die haben irgendwie alle nur Schaufeln dabei. Der kleine Schaufel-Timmy. Den lieben wir alle. So. Schaufel weg, Schaufel weg. So. Komm her. Okay, die hängt dort. Wunderschön. Der fällt jetzt auch runter. Sehr gut. Tschüss, Baby. Hat ein Ziegel ist hier. Nicht nur einer. So. I can't see her. Where'd she go?
wieder die blöde Schaufel wegwerfen. Ich merke schon, ich habe irgendwie eine Begeisterung für Schaufeln. Ich habe irgendwie jedes Mal die auf. Mushrooms. They're taking hallucinogenic mushrooms. Okay, die nehmen Pilze. Die dafür sorgen, dass die so wahnsinnig werden. So. Wir nehmen mal solche Pilze mit. But you'll thank me later. Well, probably not. Haben die was dabei? Ein Krickenschläger? For something that doesn't involve throwing myself off a rooftop. So, der Typ muss mal hier weg. Zack. Ich will diese Dinger mitnehmen. So, meine Pilze. Ich glaube sogar, es geht nicht immer nur so um die Belohnung hier bei. Es geht einfach um die gute Tat. Wir haben den Leuten jetzt damit geholfen. Die werden das vielleicht anders sehen. Weil wir haben ja ihre Droge so gesehen weggenommen, aber wir haben ihnen so gesehen geholfen. Also ich brauche nicht immer eine Belohnung unbedingt. Wir haben den Leuten jetzt hier geholfen und jetzt geht es ihnen halt bestimmt halt wieder besser. Die haben halt dann jetzt nicht mehr diese komische Droge. Maybe I should sit down for a bit. Ich bin halt einfach ein netter Dude. Kann man sagen, was man will. Eigentlich sagen wir immer alle, dass ich böse bin. So. Brilliant. Okay, jetzt sollen wir sagen, machen wir dann erst in der nächsten Folge. Und ja, wir beenden an der Stelle hier die Folge. Wem das Video gefallen hat, der kann sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar, wenn ihr wollt. Und ja, checkt auch auf jeden Fall von mir Instagram ab. Auf Instagram poste ich wirklich momentan ziemlich viel jeden Tag, vielleicht so 1-2 Sachen oder 3. Und auf meiner Story, da bin ich auch sehr aktiv. Da poste ich sehr private Dinge und so. Und auch so die Leute, die mehr wissen wollen über mich, die erfahren da so ein bisschen mehr. Und ihr braucht auch nicht unbedingt einen Account dafür. Ihr könnt auch einfach ohne einen Account für Instagram zu haben, einfach mal so vorbeischauen und schauen, was ich da so poste. Nun ja, das war's. Haut rein und tschüss.